Im Jahr 1999 befand ich mich in einem Zustand extremer Verzweiflung und Einsamkeit. Ich befand mich an allen Fronten in einer schwierigen Situation. Meine Beziehung zu meiner Familie hatte sich entfremdet und auf der Arbeit lief es nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass es keine Hoffnung für die Zukunft gab. In dieser Situation begann ich darüber nachzudenken, mein Leben zu beenden. Gerade als ich etwas unternehmen wollte, erlebte ich ein wunderbares Ereignis. Ich begegnete Gott und er führte ein Gespräch mit mir. Obwohl sich das sehr unglaublich anhört, bin ich sicher, dass es real war. Gottes Gegenwart ist sehr real. Er führte mich aus einer schwierigen Situation heraus und ich entdeckte den Sinn des Lebens neu. Diese Erfahrung hat mein Leben völlig verändert und mich aus meiner Verzweiflung und Einsamkeit herausgeführt. Ich gewann mein Selbstvertrauen und meine Kraft zurück, um einen neuen Weg einzuschlagen. Als ich 26 Jahre alt war, hatte ich keine richtigen Freunde. Jede Nacht war ich allein zu Hause. Ich begann, meiner Situation überdrüssig zu werden und konnte niemanden finden, mit dem ich über meine Gedanken und Gefühle sprechen konnte. Ich hatte das Gefühl, dass die Dunkelheit mich verzehrte und ich war bereit, meinem Leben ein Ende zu setzen. Mein Glaube an Gott blieb stark, aber ich war unfähig, mich selbst zu lieben. Ich hatte das Gefühl, dass meine Existenz ein Fehler war. Jede Nacht wollte ich diesem schmerzhaften Gefühl entkommen. Eines Nachts lag ich allein im Bett. Ich begann zu weinen und gleichzeitig zu beten. Ich sagte zu Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich deine Hilfe. Ich bin am Ende meines Lebens angelangt und kann ohne deine Hilfe und deine Liebe nicht weitermachen. Ich sagte ihm, dass ich mein Bestes getan hatte, um meinen Weg zu finden, aber jetzt war ich in der Dunkelheit und brauchte seine Führung. Ich wusste, wenn Gott wirklich existierte, würde er meine Gebete erhören. Wenn er nicht existierte, würde sein Schweigen meine Antwort sein. Plötzlich erschien ein gleißendes Licht im Raum. Das Licht war so stark, dass es jeden Winkel des Raumes erhellte. Ich hatte das Gefühl, eine andere Welt betreten zu haben. Ich hatte das Gefühl, dass meine Angst und Verzweiflung verschwunden waren. Obwohl ich das Bild Gottes nicht sah, spürte ich seine Gegenwart. Er teilte mir seine Liebe auf stille Art und Weise mit. Gott und ich kommunizierten nicht über Worte, sondern über telepathische Kommunikation. Das Gefühl war erstaunlich. Gott sagte zu mir, ich bin immer für dich da und alles wird gut werden. Mein Kind, ich habe dich immer geliebt. Nichts, was du tust, wird dich jemals von meiner Liebe trennen. Als Gott meinen Namen rief, wusste ich, dass es mein richtiger Name war. Dieser Name fühlte sich so alt an, so anders als der Name, den meine Eltern mir gegeben hatten. Ich wusste, dass dieser Name nur mir gehörte. Gott nahm mich mit in eine andere Dimension. Dies ist ein Raum, der aus Gottes Liebe besteht. Hier fühlte ich mich unendlich glücklich und zufrieden. Ich fühlte mich von unendlicher Liebe umgeben. Es entstand eine wunderbare Verbindung zwischen mir und Gott, die sich nicht in Worte fassen lässt. Diese Erfahrung gab mir das Gefühl, zu Hause zu sein, zurück in meiner wahren Heimat. Ich habe in diesem Raum so viel gelernt. Gott ist nicht nur der Schöpfer des Universums, sondern hat auch mich erschaffen. Er hat mich mit unendlicher Liebe und Kreativität durchdrungen. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann, denn seine Gerechtigkeit und sein Erbarmen werden sich nie ändern. Obwohl Gott so vollkommen ist, ist mein Herz voll von Zweifeln. Ich habe Gott gefragt, warum gibt es so viel Schmerz in meinem Leben, und wo warst du, als ich gelitten habe? Gott sagte, mein Kind, denkst du, dass du der Einzige bist, der leidet?
Jeder hat seine eigenen Schwierigkeiten, aber diese Erfahrungen können dich stärker machen. Wenn du Schmerz empfindest, bin ich eigentlich die ganze Zeit bei dir. Ich konnte nicht anders, als mich zu beschweren, warum hörst du dann nicht mit diesen Leiden auf? Gott fuhr fort. Wenn ich dich immer beschützen würde, könntest du niemals wachsen. Manchmal musst du dich diesen Herausforderungen selbst stellen, um stärker zu werden. Gott erinnerte mich daran, dass du, mein Kind, lernen musst, zu vertrauen. Vertraue auf dich selbst, vertraue auf andere, vertraue auf mich. Wenn du Probleme hast, dann vertraue auf deine Fähigkeit, alles zu bewältigen, vertraue darauf, dass die Menschen um dich herum dich unterstützen werden, und vertraue darauf, dass meine Liebe immer für dich da sein wird. Dann nahm Gott meine Hand und eine starke Energie durchströmte meinen Körper. Es war, als wäre ich durch die Zeit gereist und hätte mich in die Vergangenheit begeben. Ich sah mich selbst als kleines Kind, das von seinem Vater geschlagen wurde. Ich sah mich zu Hause weinen und beten, dass meine Mutter kommen und mich beschützen möge. Aber meine Mutter erschien nie, und ich musste all diesen Schmerz allein ertragen. Dann sah ich mich in der Schule, die Stimmen des Spottes und der Verhöhnung klangen ständig in meinen Ohren. Zu dieser Zeit fühlte ich mich sehr einsam und hilflos. Dann sah ich, wie ich von meinem Vorgesetzten bei der Arbeit kritisiert wurde. Ich fühlte mich so verloren und frustriert, dass ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte. Gott sagte mir, ich solle mir jedes Detail genau ansehen. Er erinnerte mich daran, auf die Details rund um meinen Körper zu achten. In jeder Erinnerung sah ich ein sanftes Licht um mich herum. Gott sagte mir, dass er in meinen einsamsten Zeiten, als ich missbraucht und verletzt wurde, immer für mich da war und mich mit seiner Liebe umgab. In diesem Moment verstand ich, dass ich nie wirklich allein war, weil Gott immer bei mir war. Als ich weiter beobachtete, wurde mir klar, dass ich um alle Menschen herum ein Licht sah. Manche Menschen haben mich vielleicht irgendwann einmal verletzt, aber in Gottes Augen sind auch sie seine Kinder. Ich begann zu verstehen, dass Gottes Liebe nicht nur auf mich scheint, sondern dass seine Liebe auf alle Menschen, auf alles Leben scheint. Gott hielt mich und tröstete mich sanft. Er sagte, mein Kind, obwohl ich jetzt nichts ändern kann, verspreche ich dir, dass du aus der Finsternis herauskommen wirst und dass alles gut werden wird. Mit Tränen in den Augen schaute ich zu Gott auf. Er schaute mich mit warmen Augen an und fuhr fort, hab keine Angst, ich werde dich nie allein lassen, wenn du Schmerzen und Schwierigkeiten hast. Glaube mir, ich werde immer an deiner Seite sein und dich unterstützen. Ich fragte ihn, was soll ich tun? Ich wusste nicht, wie ich den Menschen, die mich verletzt hatten, gegenübertreten sollte. Gott sagte, meine Kinder, sie sind auch meine Kinder. Sie mögen Fehler gemacht haben, aber auch ihnen kann ich vergeben und sie lieben. Ihr müsst lernen, ihnen zu verzeihen, denn ihr seid alle meine Kinder. Glaubt mir, jeder hat die Möglichkeit, sich zu ändern. Ich fragte ihn, es gibt ein Licht um den Körper eines jeden, was ist das für ein Licht? Gott erklärte mir geduldig, das ist meine Liebe, jeder ist von Liebe umhüllt, und sie wird euch Kraft und Halt geben. Ich holte tief Luft und spürte, wie sich die Frustration in meinem Herzen langsam auflöste. Gott fuhr fort, mein Kind, eines Tages wirst du in deine wahre Heimat zurückkehren und mich dort wieder treffen. Dort wirst du wahren inneren Frieden und Freude finden. Hier sprach ich viel mit Gott. Gott gab mir auch einen Einblick in mein zukünftiges Leben. Was meine Karriere betrifft, so habe ich endlich einen Job gefunden, den ich liebe, und ich werde weiter wachsen und mich verbessern. Es wird Rückschläge und Schwierigkeiten geben, aber ich werde durchhalten und schließlich Erfolg haben.
Was die Ehe betrifft, so werde ich auch einige Höhen und Tiefen erleben. Obwohl ich eine gescheiterte Ehe hinter mir habe, hat mich diese Erfahrung die wahre Liebe noch mehr schätzen lassen. Schließlich habe ich jemanden gefunden, der vertrauenswürdig ist. Wir unterstützen uns gegenseitig in jeder Phase unseres Lebens. Wir haben zwar unsere Konflikte und Streitigkeiten, aber wir arbeiten durch Kommunikation daran, Probleme zu lösen. Ich fragte Gott, werden diese Dinge wirklich in der Zukunft geschehen? Gott antwortete, all diese Dinge werden geschehen, wenn du an dich selbst glaubst. Deine Zukunft hängt ganz von dir ab. Du musst an dich selbst glauben, deine Träume verfolgen und Herausforderungen und Schwierigkeiten mutig angehen. Seine Worte erfüllten mich mit Hoffnung und Mut. Ich stand da und Gott hielt mich fest im Arm. In seinen Armen fühlte ich ein Gefühl der Sicherheit und des Friedens. Er sagte mir, dass er gehen müsse und dass er auf andere Weise für mich da sein würde. Das Licht im Raum wurde immer schwächer. Ich hielt mich an ihm fest, solange ich konnte, aber er verschwand langsam von mir. Als Gott verschwand, spürte ich zwar einen gewissen Verlust, aber ich wusste, dass er immer für mich da sein würde. Ich begann zu versuchen, mich zu ändern. Ich wusste, dass ich selbst eine Menge mit all dem Schmerz in der Vergangenheit zu tun hatte. Zwischen uns gab es einen Mangel an Kommunikation im Umgang mit unseren Familien. Es fehlte an Vertrauen im Umgang mit unseren Kollegen. Ich begann zu versuchen, die Beziehung zu meiner Familie wiederherzustellen. Also begann ich, auf sie zuzugehen. Ich stellte fest, dass jede Kommunikation uns näher zusammenbrachte und ich ihre Gedanken und Bedürfnisse besser verstand. Auf der Arbeit versuchte ich, eine vertrauensvollere Beziehung zu meinen Kollegen aufzubauen. In der Vergangenheit habe ich meinen Kollegen immer wieder Negativität vermittelt, und das hat unsere Beziehung nur geschädigt. Ich habe daher beschlossen, die Initiative zu ergreifen und meinen Kollegen zu zeigen, dass ich ihnen vertraue und sie respektiere. Ich habe angefangen, mir ihre Meinungen und Vorschläge anzuhören und ihnen auch meine eigenen Ideen und Meinungen anzubieten. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich mit einem Kollegen eine Meinungsverschiedenheit über ein Projekt hatte. In der Vergangenheit hätte ich vielleicht eine negative Haltung eingenommen oder mich einfach von ihm distanziert. Aber dieses Mal habe ich versucht, einen anderen Ansatz zu wählen. Ich setzte mich mit ihm zusammen und hörte mir die Ideen und Meinungen des anderen genau an. Gemeinsam diskutierten und analysierten wir die Stärken und Schwächen des Projekts und erarbeiteten Lösungen. Am Ende erzielten wir bei dem Projekt großartige Ergebnisse und kamen uns näher. Ich stellte fest, dass sich mein Leben zum Positiven veränderte, als ich daran arbeitete, mich selbst zu verändern. Ich bin meiner Familie näher gekommen, und das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen ist noch besser geworden. Ich weiß, dass es kein einfacher Weg ist, aber ich werde weiter durchhalten. Es gab eine Zeit, in der ich wieder verloren war. Als ich in die Kirche kam, erzählte ich dem Pastor von meiner Erfahrung. Er hörte mir ruhig zu. Er unterbrach mich nicht und zeigte auch keine Überraschung. Er hatte immer einen ruhigen Blick auf seinem Gesicht. Als ich zu Ende gesprochen hatte, sagte er, Sie sind sehr gesegnet, dass Sie Gottes Liebe und Barmherzigkeit aus erster Hand erfahren haben. Das ist etwas, das viele Menschen nicht erleben. Ich fragte ihn, glauben Sie wirklich an das, was ich erlebt habe? Er nickte, lächelte und sagte, natürlich tue ich das. Gottes Liebe ist überall, und seine Barmherzigkeit wird zu jedem kommen. Es ist nur natürlich, dass er in deinem Leben gegenwärtig ist. Ich fühlte eine große Erleichterung, weil ich wusste, dass ich nicht missverstanden worden war.
Seine Worte bestärkten mich in meinem Glauben, dass meine Erfahrung echt war. Er fuhr fort, dass ihre Erfahrung uns auch daran erinnert, dass man eine Beziehung zu Gott aus erster Hand erfahren kann. Wir können Gottes Liebe und Barmherzigkeit spüren, wenn wir bereit sind, auf unsere eigene innere Stimme zu hören. Wir alle stehen in unserem Leben vor einer Vielzahl von Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aber wenn wir an die Existenz Gottes glauben und auf seine Hilfe und Gnade vertrauen, können wir diese Herausforderungen meistern. Er wird immer für uns da sein und uns Kraft und Mut geben. Ich weiß, dass Gottes Liebe unendlich ist und dass er bereit ist, jedem Menschen Glück und Frieden zu bringen. Dieses Gespräch mit dem Pfarrer hat mich dazu gebracht, meinen Glauben und mein Leben zu überdenken und meine Verbindung zu Gott gestärkt.